Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Part ohne groß nix los. Wir machen es jetzt kurz und knackig, hoffentlich, aber das kriege ich immer ganz schlecht hin. Ihr habt hoffentlich Part 17 gesehen. Toni hat leider kein Tor geschossen, sein Counter steht, glaube ich, noch bei 25. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen Gas geben hier. Aber er hat zwei Vorlagen gemacht und wir haben gewonnen im letzten Part. Und das heißt, ihr konntet für zwei neue Spieler abstimmen. Und es läuft wohl darauf hinaus, dass diese Mannschaft am Ende eine reine Barcelona- und Real Madrid-Mannschaft ist. Naja gut, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt auch gar nicht so eine große Auswahl. Ihr habt es ja im letzten Part gesehen, so viele andere goldene Non-Rare-Spieler, Rare-Spieler gibt es gar nicht in der Liga BBVA. Ich kann es irgendwie nicht verstehen, aber ist ja dann auch immer positionsabhängig. Ihr habt auf jeden Fall abgestimmt und das war diesmal extremst spannend für, ihr habt es ja jetzt schon gesehen im Thumbnail wieder, ihr habt abgestimmt für die beiden Champions League-Sieger Xavi und Iniesta. Ich habe die beiden jetzt hier mal reingemacht. Wir haben hier Iniesta für 7600 Münzen gekauft. Extrem krasse Dribbling-Werte, passen natürlich sehr hoch. Der Mann verteilt die Bälle, kann aber auch mal nach vorne gehen und mal einen guten Ball abschießen. Ich bin mal gespannt, beide sind Rechtsfuß. Und Iniesta, der schnellere von beiden, Xavi ja sowieso vom alten Eisen, geht ja von Barcelona weg in die Richtung Katar, so wie ich das gehört habe. Und auch er hier mit sehr guter Pass- und Dribbling-Quote. Leider beides nur 3 Sterne, aber wir schauen mal, was die beiden so bringen. Die beiden müssen die Bälle quasi nach vorne verteilen. Dafür habt ihr abgestimmt. Und ich will mal ganz kurz die Zahlen sagen. Erstmal danke für 1300 Abstimmungen auf meiner Homepage. Danke dafür. Und davon haben 68% für Iniesta auf Platz 1 gestimmt. Und dahinter wurde es extrem knapp. Da waren nämlich Xavi, James Rodriguez und Modric. Die anderen waren weit abgeschlagen davon, die ihr gesehen habt. Der eine hat sogar, glaube ich, nur 0, irgendwas Prozent bekommen von Bilbao. Egal. Xavi hat 38,8% bekommen und James Rodriguez dahinter mit 35,9% und dahinter Modric mit 35,4%. Also, Hammer, knappes Ding. Bei dem ZDM-Spieler, den es als nächstes geben wird, mal gucken, wie viele Tore ich jetzt schieße, falls ich überhaupt einen schieße oder hopp, irgendwas passiert. Da wird es keine große Auswahl geben, aber mal gucken, was ich da machen werde. Vielleicht dann doch noch ein ZM vorschlagen, den man reinmachen könnte. Ich will da jedenfalls was Defensives haben. Und schauen wir jetzt einfach mal ins Spiel rein. Ich spiele wieder ein Pokalspiel. Die zweite Runde ist es und wünsche euch viel Spaß bei den Highlights. Mal gucken, was wir für einen Gegner bekommen. Er passt ihn dahin. Und er... Schuss von dem... Oh. Oh, 1-0 steht es jetzt hier. Bauchklatscher. Toni, nächste Vorlage. Auf Elfmeter. Und jetzt macht er rein. 2 Vorlagen für Toni Groß an der Stelle in einem Spiel. Toni auf dem Weg zu seinem nächsten Treffer und der macht ihn nicht. Aber der Nachschuss geht rein. Ist das eine Vorlage oder nicht? Mein kommender Gegner, nachdem ihr jetzt die Highlights ja gesehen habt, habe ich wieder ganz vergessen anzukündigen, ist ein Köln-Fan. Er hat eine Mannschaft, die heißt irgendwas mit Cologne, glaube ich. Stand da eben. Aber dem ist nicht so. Er hat hier eine Serie A-Mannschaft. Fast nur aus Juventus-Spielern und natürlich auch den einen oder anderen in Form dabei. Mehr schau mal, was wir da so hinkriegen mit dem Toni. Ich hoffe, hier, Cologne 1948. Ich hoffe, dass Toni heute wieder zuschlägt. Geplant hatte. Oh, hier, der kann angetäuschten Ball, wie heißt es? Oh, da hat er jetzt den Lupfer perfekt getimt, aber André. Ter Stegen mag André Ter Stegen. Der fängt hier den ersten Ball vom Gegner auf mein Tor. Und ja, der ist nicht ganz ohne. Aber alle Gegner sind besiegbar. Sie müssen aber erstmal treffen, genauso wie ich. Toni verteilt mal nach außen. Ja, dann gehen wir hier mal über Xavi. Die Flanke da vorne von Xavi. Schade. Der war gar nicht mal so schlecht, ja. Diesmal hätte es hier klappen können. Xavi schon wieder da. Nicht durchrennen, nicht möglich. Ey, krass, da macht er da eine Drehung und kriegt ihn noch. Er kriegt ihn wieder. 2 Mann stehen im Weg. Ich komme nicht dran. Ich krieg den Ball nicht, aber am Ende habe ich dann doch ein bisschen Glück bekommen hier. Oh, jetzt ist er durch. Aber nochmal testigen. Und da, was war das? Was war das? Ich habe keine Ahnung, aber es wurde abgepfiffen. Es wurde auf jeden Fall abgepfiffen. Scheint abseits gewesen zu sein hier mit Tevez. Und zurück.
Nein! Das war doch der Fehler! Ich weiß gar nicht. Ich wollte den Ball zurück zum Torwart schießen. Keine Ahnung, warum der das nicht gemacht hat. Kein Plan. So. Kommt Toni heute mal dran an Ball? Er kommt. Sieht gerade nicht danach aus. Oder jetzt der Schuss. Ah, schade. Erster Torschuss von Toni. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, er grätscht aber auch mit den Beinen voraus da rein. Und jetzt kriegt er hier vorne diese schöne Situation. Den muss man retten können. Auf der Linie gehen wir in die Halbzeit. Das ist echt eine hammerharte Begegnung hier für mich. Richtig schwer der Gegner. Ja, da muss man die Lücken finden und irgendwie vorne mal durchkommen. Aber ihr seht hier, chancentechnisch ist es relativ ausgeglichen. Trotzdem, ihr seht da, Zweikämpfe, da gewinnt der einige. Der kretscht da mit den Beinen voraus perfekt rein. Da muss ich Mittel finden für die zweite Halbzeit. Hoffen wir mal, dass es klappt. So, Toni, wir müssen ihn immer so nach vorne schicken, damit er dann endlich schießen kann. Und hier wird er geblockt. Hier wird er geblockt. Außen, kein Abseits zu Saeta. Und kommt denn mal Toni wieder zu einem Kopfball? Das haben wir doch schon ewig nicht mehr gehabt. Schade. Ah, da ist er noch. Da ist er noch. Ist noch heiß. Aber da habe ich dann doch gefoult. Da bin ich ein bisschen zu rabiat reingegangen. Und da gibt es sogar vielleicht noch eine gelbe Karte hinterher. Nee, nur die Verwarnung. Aber ich fand es gar nicht mal so schlecht jetzt da vorne. Aber wann kriege ich denn endlich mal wieder mit Toni ein Kopfballtor hin? Das ist ja schon wieder ewig her. Ich habe das Gefühl, früher hat er nur Kopfballtore bei mir gemacht. Ja, danke. Oh Mann, warum kann ich nicht aus so einer Situation mal profitieren? Zum Beispiel da. Oh, der macht aber gerade einen Fail-Pass nach dem anderen. Ja, Xavi mit seinen guten Dribbling-Werten. Und jetzt da vorne, nochmal die Flanke, jetzt ist war es abseits, glaube ich. Es war, glaube ich, abseits. Hätte nicht gezielt. Nee. Nee. Nee, 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 nee. So nicht, mein Dicker. So nicht. So, dann dribbeln wir hier einfach mal durch, gemütlich. Bis Toni dann mal drauf schießt. Handanovic direkt mal in großer Gefahr. Und Toni kann es ja mit links wie mit rechts. Mal schauen, was die Ecke bringt. Aber da bin ich eigentlich immer relativ schwach. Und hier, ja, geht er auch wieder in die Hände von Handanovic. Toni, wie hat er denn das gemacht? Aber egal, der Schuss. Ich muss es jetzt nicht wie so ein Fernschusstor mal machen. Aber ich komme einfach nicht richtig dazu. Schade. Wie Toni der Ball einfach am Fuß klebt. Das ist richtig geil bei diesem Team of the Year, Toni Groß. Und jetzt kriegt der Gegner hier erstmal gelb. Wir sind in der 81. Es gibt ja noch Verlängerung. Mal gucken. Es kann für beide hier noch ein Sieg werden. Ganz. Es ist alles noch möglich. Nein, 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 nein. Ter Stegen ist ja im Tor. Ihr habt ihn gewählt und der Mann hält auch gut. Der ist echt gut. Ich bin zufrieden mit Ter Stegen. Ich bin zufrieden mit Iniesta und Xavi sowieso. Was? Da gibt's Elfmeter für. Er kriegt einen Elfmeter in der 87. Minute für dafür, dass ich ihm den Ball abnehme. Und dann noch eine gelbe Karte hinterher. Jo. Ich nehme ihm original den Ball ab. Original. Ey, ich will es nochmal sehen. Ich will es nochmal sehen. Bam. Dafür gibt es 11 Meter für den Ball abnehmen. Seht ihr das, wie unfair dieses Spiel einen behandelt? Das ist einfach nicht feierlich. Und dann war es auch so knapp im Strafraum. Und ich meine, ich habe ihm den Ball abgenommen. Ich habe den Ball berührt. Ja, mal gucken, ob ich jetzt irgendwas halte hier. Vidal, nee, wen lässt er schießen? Icardi. Das ist einfach ein geschenkter Elfmeter hier für den Gegner. Und die Minuten laufen dahin und das wird alles nachher nicht für mich zählen. Ja. Scheiße. Ach, und ich springe in die falsche Richtung. Er kriegt ein geschenktes Tor hier. Es ist einfach nur scheiße. Das ist einfach nur zum Aufregen. Dieser Elfmeter ist ein absoluter Witz gewesen. Ein absoluter Witz. Ja, guck dir deinen Elfmeter nochmal an. Hast du unglaublich platziert geschossen. Ja, also das ist der absolute Witzelfmeter des Tages. Der Ball als erstes berührt, danach
rennt er noch mit seinen Pfoten gegen mein Bein und kriegt einen Elfmeter für nichts. Naja, vielleicht kann ich ja noch was reißen. Aber das ist natürlich, wenn du als FIFA-Spieler in der 89. hier solche Sachen geschenkt bekommst, dann nimmst du die natürlich an. Und dann verspielt man das am Ende auch nicht mehr. Ja, das war aber wieder der Witz. Er hat jetzt alles hinten reingestellt. Aber wir haben ja noch einen Toni. Hey. Er darf da in mich reinrennen wie so ein Affe und kriegt nichts dafür. Das ist ein Foul. Ich zeig euch, wie man Foul macht. So macht man Foul. Und da kriegt man eine anständige gelbe Karte heute. Eine ehrliche gelbe Karte. Dafür kriege ich eine ehrliche gelbe Karte für. Aber das da vorhin, das war kein Gelb. Ja, damit ist es gelaufen. Dieses Video, diesen Part, gibt es nichts außer auf den Sack vom Schiedsrichter. Der Schiedsrichter ist der 12. Mann. Ganz klare Sache hier für den Gegner. Ja, wenn ein Spiel nicht durch Können entschieden wird, wird es am Ende durch eine Fehlentscheidung entschieden. So ist Fußball. So kennen wir Fußball und so kennen wir FIFA. So kennen wir FIFA. Jetzt lässt er sich nochmal schön Zeit hier. Ja. Bloß jetzt nicht hier irgendwelche anderen Sachen. Vielleicht könnte er ja noch einen Elfmeter geschenkt bekommen. Aber gut, muss ich jetzt mitleben. Müssen wir alle mitleben. Es gibt keine Umfrage. Es gibt keinen neuen Spieler. Wobei ich mit der Mannschaft extrem zufrieden bin. Ich fand, mit Xavi und Iniesta ist da wirklich ein extrem guter, eine gute Qualität ins Mittelfeld gekommen. Die dribbeln echt gut, die Pässe sind gut. Und ja, es hat leider nicht gereicht am Ende. Ich will jetzt nochmal die Statistik sehen. Wir sind aus dem Pokal ausgeschieden, ist auch verkraftbar alles. Es ist alles verkraftbar, außer dieser Elfmeter, der einfach lächerlich war. Ja, und somit ist das Video vorbei. Ich danke trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch über den Aufreger gefreut. Ja, es war mal wieder soweit. Part 18 ohne irgendwas für Toni Groß. Ich hoffe, ihr seid in Part 19 wieder dabei. In diesem Sinne, macht's gut. Kein Tor von Toni Groß, muss ich sagen. Ich habe schon überlegt, beim nächsten Mal, wenn er nicht trifft, ein Part, danach eigentlich ein Part, ihn hier die Plus-10er-Karte reinzuhauen. Aber ach komm, das lassen wir jetzt erstmal. Macht's gut erstmal. Ciao, bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer.